So, Freunde, wir sind bei unserem Date angekommen für heute, und zwar Michaela Schäfer. Ja, schön, dass ihr da seid. Ne? Ich denke mal, ihr wart schon mal auf der Venus, oder? Nein, natürlich nicht. Nein, wir waren noch nie da. Nicht euer Ernst? Doch. Oh, na dann zeige ich euch jetzt mal die Hotspots hier der Venus. Okay, los geht's. Darauf haben wir gehofft. Pussy-Tunnel, das klingt ja schon mal sehr spannend. Ja, aber der wurde leider nicht vom TÜV abgenommen. Wirklich? Ja, da darf man jetzt nicht rein. Nicht, den gibt's nicht. Der war zu eng. Von unten die ganzen Pussys gesehen. Wie ist denn das überhaupt? Da waren echte Frauen dann quasi, die da stehen, und von unten kann man dann. Genau, kann man dann die Pussy sich angucken. Ja, das ist, da habe ich mich auch schon sehr drauf gefreut. Ja. Wenn es hier irgendeinen Pornostar gibt, weil wir kennen uns in der Branche wirklich gar nicht aus, dann... Ich euch mal die heißesten Webcam-Stars, die es gibt. Webcam-Stars? Ja. Ist es offiziell ein Beruf eigentlich, Webcam-Star? Ich glaube, es gibt keine Ausbildung, ist auch vom Arbeitsamt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt anerkannt ist oder so. ich kann mir schon vorstellen, ja, warum nicht? Und die machen auch gutes Geld, ne? Webcam-Girls, ja, die arbeiten aber auch sehr hart. Das kann sich echt keiner vorstellen, ne? Aber ich glaube, es ist richtig anstrengend, 10, 12 Stunden vor der Cam zu sein. Interessiert euch auch irgendwie die Gay-Area? Teurer vielleicht. Also wenn wir betrunken sind... Hallo, du spielst an meinem Hintern immer rum. Nee, aber ach, gibt's hier eine richtige Area? Ja, natürlich, es gibt eine Gay-Area, es gibt eine Ladies-Area. Also die Lesbo-Area können wir auch gerne abchecken. Da wäre ich dabei. Also man spürt hier aber auch diese sexuelle Energie, ne? Das ist ja der Wahnsinn hier. Man merkt, wie alle wollen sie das eine. Ja, doch. Also die Mädels sind heiß gekleidet. Die sehen wir jetzt gleich. Die sehen wir gleich? Ja, das ist eine sehr gute Freundin von mir. Oh ja. Die ist ganz toll. Oh, die sieht so geil aus. Wäre ich ein Mann? Boah, ich würde mir die schnappen. Schnapp gefilmt. Oh mein Gott. Was ist hier los? Was ist das für ein Live? Ich muss schon sagen, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst wegen den ganzen anderen, die da sind und so viel abfilmen. Ich bin nicht so einer wie die. Du? Er ist nicht einer wie die. Guck mal, wir schwitzen schon. Wir müssen zurück. Wir sind jetzt gerade angekommen. Hier, das sind sie. Jackie Valentine, Melina Ink, Roxy X, Kate Fleur. Ich muss ja mal sagen, es ist unfassbar Wahnsinn, wie krass du hier vertreten bist. Ne? Du bist ja wirklich, wirklich, wirklich überall zu sehen auf der Venus. Wie stolz bist du da? Ja gut, ich bin jetzt fast mein 10. Jahr auf der Venus. Und ja, ist natürlich schon toll, wenn man auch jedes Jahr hier vertreten ist und auch auf Magazin drauf ist. Klar, das ist einfach wirklich so mein zweites Wohnzimmer. Ne? Ich liebe einfach die Venus. Ich bin ja Nacktmodel, Erotikmodel. Klar liebe ich eine Erotikmesse, ne? Das geht so ein bisschen Hand in Hand, würde ich sagen. Ja, genau. Ah, super, sogar YouTube-tauglich. Schaut doch mal. Ja, guck mal, wen ich mitgebracht habe. Hi, wir sind von Kiss of M. Tolga, hi. Ach, cool, hi. Ja. Freut mich. Wie geht's? Super, und euch? Ja, ihr habt ihr die Mika am Start hier heute? Ja, die cool. Das erste Mal hier auf der Venus. Ja, super. Sie hat uns hübsche Frauen und Brüste versprochen, und jetzt sind wir bei dir gelandet. Ja, die gibt's bei mir definitiv. Also wenn man mal guckt, also Brüste gibt es auf jeden Fall zu sehen, glaube ich. Spannend wird's dann, Big Mo, wenn ich dich gleich in die Gay Area reinschubse und einfach wegrenne und dich dann einfach da den Jungs überlasse. Okay, ich bin für alles bereit. Ich meine, Big Mo kommt da bestimmt gut an, oder, Michael? Was meinst du? Absolut. Hübscher Typ, behaart, ja, männlich. Er sieht schon sehr, sehr gut aus. Oh, absolut. Danke. Hallo. Ich war schon umgezogen. Nein, hi. Sieht gerne aus. Hey. Die Nippe gucken immer raus. Erzähl mal kurz und knackig, was heute hier deine Aufgabe ist an eurem Stand. Also meine Aufgabe war natürlich, Fotos zu machen, Autogramme zu schreiben, meinen Kalender zu verkaufen. Ja, und einfach für die Leute da zu sein und die halt uns sehen wollen.